So, und hier sind wir wieder. Ich habe schon mal dieses behinderte Licker getötet, das hat mich aber irgendwie angesprungen. Weil ich hätte auch so weitermachen können, aber hierfür, merkt ihr es bestimmt, brauche ich ein Feuerzeug benutzen. Yeah. Zahl 11. Ja, fuck. Jetzt dürfen wir hier natürlich rumraten, glaube ich. Mal gucken. Nö, ist falsch. Machen wir das hier mal an. Könnte jetzt unter Umständen natürlich dauern. So. Und. Ah! Hass, Moment. Es ist alles, alles auf einen Wagen. Das ist etwas auf dem Rad. Es leuchtet. Dame, König, Bube. Der Wagen drückt auf die Tube. Ah ja. Super. Okay, dann versuchen wir es mal so. König. Oder haben wir das schon gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, Dame, König, Bube und der Schwuchtel drückt auf die Tube. Wow! So, und dieses ganze Hin und Her, damit da so ein Rädchen rausfällt, was wir auch so hätten rausnehmen können. Ja, das Rad fehlt. Boah. Mädel, da ist doch das Rad vor deiner Nase. Geht doch. Wow, ein goldenes Zahnrad. Yay, lass verscherbeln. Voll die Scheiße. So, die Frage ist nur, wohin mit dem... Ach ja, ganz oben, genau. Jetzt müssen wir ganz oben brauchen, eine Kurbel. Wenn jetzt hier wieder Licker oder Zombies kommen, dann schmeiß ich das hin und spiele nie wieder Resident Evil. Nein, das war natürlich ein Witz. Aber trotzdem. Man kann es auch übertreiben. Menu, das ist doof. Puh, sorry. So, jetzt ist wieder mal die Frage, wo muss ich hin? Ich gehe einfach mal in die Haupthalle. Ah, genau, ich muss jetzt zur Bibliothek und dann gehe ich eins rüber. Genau, habe ich euch, glaube ich, schon mal da gesagt, dass ich ja zur Bibliothek da... Diese zweite Etage, wo ich ja durchgebrochen bin. Genau dahin müssen wir. Dafür brauchen wir eine Kurbel. Ja, ohne Kurbel funktioniert das Ganze nicht. Leute lieben ihre Kurbeln. Ah, Treppengrafik. 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 Ah, ja. Ja, ich habe hier diesen Licker hier getötet, weil er hat mich voll abgefuckt. Deswegen bin ich auch verletzt, Motherfucker. Ja, ich gehe hin und er kam schon irgendwie angejumpt, als hätte er mich gerochen. Naja, wahrscheinlich hat er das auch. Trotzdem, ich habe ihn gar nicht gesehen. Scheiß Kameraperspektive! Capcom, wieso? Mann, die wählen immer so eine scheiß Kameraperspektive, da sieht man gar nichts. So. Ich hoffe mal, das Feuerzeug brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich lege es weg und nehme das. Das behalte ich und ich ziehe mir mal was Grünes rein. Ah, so. Bist du jetzt wieder normal? Komm, Baby. Ja, Baby. Ups. Nee, zu oft. Du.
Und jetzt auf die andere Seite. Wir haben hier alles gekillt. Wunderschön. Oh, ich hoffe, die andere Seite ist nicht voll mit scheiß Zombies. Aber ich fällt mir ein, ich habe jetzt eine super Drähte, aber die Frage ist nur, werde ich dazu einkommen, sie früh genug einzusetzen, bevor dann die Zombies durchbrechen? Diese Fragen bringen mich um. Und wer hier ist irgendwas drin? Was zum... Hass! Ja, ihr merkt schon, ne? Ja, ja. Ich dachte gerade schon, scheiße, jetzt kommt ein Licker oder so ein Scheiß. Das ist ja scheiß voll mit Zombies. Ui, Treppe hochgehen. Treppensteigen soll gut für die Waden sein. Ich wollte schon Jill sagen. Claire. Ich hoffe, da ist jetzt nichts. Ich weiß, hoffen kann man im Krankenhaus. Das ist ja schon. Ha, in die Fresse, in die Fresse. Motherfucker, leg dich nicht mit mir an. So. Ha. Hatte wohl gedacht, er will mich austricksen oder so. Hat er sich wohl geschnitten. Der hat sich ja voll gemielschnitten. Ja, ich habe eine Kurve mit 4 gegen noch. Wollen wir die noch überprüfen? Okay. Endesein hat eine eckige Form. Eckige Kurbel. Juhu, benutzen. Wow. Diese Kurbel ist so nützlich. Hey, wir haben die weggeworfen. Das finde ich super. Das finde ich echt super. Ja, was auch immer da steht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich gesehen habe, dass man die Kurbel wegschmeißt, wenn man die nicht braucht. Normalerweise muss man die wieder mit sich nehmen und da die ganze Zeit rumschleppen. Ja, ich merke schon, wo das Problem ist. Bin ich schon? Ach so. Sieht doch immer noch aus wie diese kurze Grafik da. Ich dachte gerade schon, ist es fertig oder nicht? Ja, jetzt will ich ihn halt auch benutzen. Wow, dieser Mechanismus. Das sind äußerst raffinierte Sachen, die hier passieren. Ist das wahrscheinlich der Kamin oder was ist das? Irgendwie sowas in der Art, egal. Wir verpissen uns natürlich, weil wir haben jetzt den zweiten blauen Stein. Jetzt können wir im diesen Chief Irons Büro? Chief Irons Büro, ja. Boah, es sind so viele Werkzeuge. Da brauche ich extra eine Kurbel. Das hätte ich auch so machen können. Ich meine, deswegen bin ich auch nicht hochgegangen, weil ich mir gedacht habe, ja, die Kurbel jetzt brauchen wir noch nicht. Also die Kurbel schon, aber wir brauchen es noch nicht benutzen, weil wir haben ja das Zahnradding nicht. Oh, die Perspektive hier von unten sieht schön aus. Kann alles sehen. So, bevor ich da reingehe. Wahrscheinlich auch irgendwelche ekelhaften Viecher treffe, gucke ich mal kurz auf der Karte. So, da ist die Bibliothek, da muss ich durch ein, zwei Räume. Zuerst der Stock, da sind keine Zombies mehr. Und dann unten. Ja, Moment. Ach, Chief. Ach, nee. Nö, ist ja super. Ist ja super. Ich dachte, ich muss auf die andere Seite, aber. Nee, ich muss auf die Seite, wo ich auch hier meine. Raum da eben war. Von da aus kommen wir ja direkt zu Chief Irons Büro. Das heißt, ich muss nicht 100.000 Umwege machen. Ja, komm schon, Claire. Claire, Mädel. Komm schon. So viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Vielleicht schaffe ich es noch, die Truhe zu benutzen.
So, und zurück zur Arbeit. Arbeit, Arbeit, mehr Arbeit. Muss was getan werden. Falls ihr schon mal, wie ist das hier, Warcraft 3 gespielt habt. Die Peons. Sind einfach geil. Die Menschen auch. Die Arbeiter von den Menschen. Ich hab sie nicht zum König gewählt. Ja, wo er recht hat. Kann man denen jetzt nichts sagen, ne? Kann man nichts machen. So, wir haben es noch zum Truhenraum geschafft. So. Und mit diesem wunderschönen Bildschirm werde ich euch verabschieden. Obwohl, ich nehme noch diese Steine. Ups, hoch, hoch, hoch. Schnell, schnell, schnell. Hoch, hoch, hoch. Eins. Zwei. Drei. So, bis dann, ihr Vermausen. Tschüss.